Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich sollte mal hier aus der Hocke rausgehen, damit man mich auch mal kurz sieht. So, neue Aufnahmesession, nicht neue Aufgabenliste. Ist an und für sich immer noch dieselbe Aufnahme, selbe Aufgabenliste. Jetzt komme ich aber hier in Teufelsküche. Oder? Ja, sagen wir mal so, gestern habt ihr Fastnacht gesehen, was wohl wahrscheinlich auch das einzigste Fastnacht war. Sagen wir so, Fastnacht ist jetzt erstmal deaktiviert auf unbestimmte Zeit, weil da jetzt irgendwelche krassen Fehler sind, die mich jetzt persönlich nicht getroffen hatten. Was ich aber ehrlich gesagt schön scheiße finde. Ist mir auch, denke ich mal, jeder der Meinung, weil, naja, gut. Es ärgert einen schon, ne? Man hat sich halt drauf gefreut, einige haben sich extra Urlaub genommen, damit sie halt Fastnacht noch machen können und was ist, Endeffekt, ja, nichts. Gut, das heißt, wir werden jetzt auch nicht Fastnacht oder Co. machen. Ich habe mir jetzt hier meine Questen abgeholt, wir haben heute nochmal die Möglichkeit ein wenig, ja, Grubenhauer zu schlachten und auch da weiß ich, ja, wir haben hier noch ein bisschen was an verstaubten Kübeln hier. 9 verstaubte und 4 normale. Und ich weiß, ich weigere mich, die schon wirklich aufzumachen, weil, naja, das sind... Also bis jetzt kam da nur Müll raus. Sagen wir es mal so. Egal, wen ich darüber gefragt habe. Jeder ärgert sich über diese verstaubten Kübel. Was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Einige nennen es sogar den Katzenkopf, Hirschkopf... Mega-GAU, aber okay. Naja. Kann man nicht ändern. Wir versuchen trotzdem nochmal eine verzierte zu kriegen. Und ja, mir ist bewusst, dass wir eigentlich auch hätten welche kaufen können und die selbst herstellen können. Aber ich sag mal so, meine Kronkorken brauche ich hier für das Gold. Also fürs Late-Game. Weil wir müssen ja hier auch irgendwie zusehen, dass wir unser Gold bekommen. Dann sage ich mal kurz ein Foto von Paige gemacht. Und ich bin mir sicher, ich habe bestimmt noch nicht die anderen Fotos gelöscht. Da kommt aber bei was drum. Eieiei. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber na gut, man kann es halt nicht ändern. Ne? Echt schade, meine Luca Tepper Spielstände. Ja, mega schade. Gut, wir lassen uns davon aber trotzdem nicht unterkriegen. Wir machen dann halt weiter wie bisher. Jetzt rede ich nochmal kurz mit Ward. Na komm, aus dem Bett. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Unser tragbares Energiemodul ist unersetzlich. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Klar, klingt gut. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. Okay. Auch das ist nicht das Thema. So, jetzt haben wir Foto geschossen und Co. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Sache. Und zwar, ich laufe heute ohne Power-Rüstung rum, denn es wurde sich gewünscht, dass ich ja unbedingt mal mit Bögen und Armbrüsten mal ein bisschen umhereiern soll. So, gehen wir erstmal kurz auf die Skills ein, weil ich habe mich auch dementsprechend ein bisschen umgesetzt. Hier ist an und für sich nur Traglast. Traglast, 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 Traglast. Für was anderes benutze ich diesen Stärkestrang gerade nicht. Perception, ich denke mal, ist klar, ne? Der Bogenschütze und den Bogen raus, Profibogenschütze, Meisterbogenschütze. Konzentriertes Feuer, weil ich es will unbedingt mal ausprobieren. So richtig damit habe ich noch nicht gespielt. Aber mal sehen, wie es ist. Vielleicht wechsle ich das dann nochmal ein. Vielleicht mache ich auch die normalen Bogenschützen nochmal alle eins höher. Mal sehen. Verjüngt für den gut hydriert und mehr AP. Ja, einsamer Umherziehender, weil auch mehr AP, mehr aushalten. Reiseberater, ich bin geizig. Abrissexperte, dazu kommen wir gleich, weil 60% mehr Schaden auf Explosionswaffen, Wiederverwerter, auch denke ich mal klar, Batterien enthalten, Traglast, Waffenschmied für ein bisschen mehr Haltbarkeit, Erste Hilfe für etwas mehr Gesundheit.
Ansonsten Schleichen, Entwischt, verdeckte Operation und Action Boy. Na, ich muss ja zu denen hier jetzt nichts weiter sagen. Ich denke mal, es sind die drei Standard-Schleichen-Perks. Plus Action Boy, noch mehr AP-Regeneration. Blutiger Tod für Bonusschaden, glücklicher Zufall, falls es wirklich mal ja, knapp werden könnte. Und ja, gestärkte Gene, wieder halt Standard. So, kommen wir auch gleich zu den Waffen. Ich habe jetzt nur die Grognax-Axt bei, weil halt Grognak. Und was hab ich, stimmt, ich habe noch die Schrotflinte noch gar nicht gesetzt. Die habe ich mir extra nochmal mit eingepackt, weil ich wirklich zu viel von dem Ganzen habe. Ja, ist jetzt die doppelläufige Explosiv mit Vampir. Wollen wir hoffen, dass sie noch funktioniert. Dann habe ich mir... Hoppala. Dann habe ich mir auf jeden Fall... Warum macht das denn jetzt nicht? Ja, jetzt. Mein Gaussgewehr mitgenommen. Falls es wirklich ganz knapp werden sollte. Weil, wie gesagt, so habe ich das noch nicht weiter ausprobiert. Die Armbrust habe ich mir von einem anderen Char rüber transferiert, weil ich hier immer noch keine Armbrust, die man nutzen kann, hatte. Ist eigentlich relativ anständig. Nimmt auch eigentlich wenig Platz weg. Da habe ich das Explosivgestell drauf gemacht. Kimme und Korn. Und dann halt auch den Schaden für mehr Bums. Dazu dann halt auch noch einen Standardbogen, weil... Naja, legendären Bogen habe ich zwar schon gesehen, aber ich sag mal so, ich glaube mal nicht, dass das wirklich ein origineller Bogen ist, deswegen habe ich auch die Finger davon gelassen, weil das war wirklich doch ein bisschen zu lucky, was der an Perks hatte und nee, mit solchen Items will ich nichts zu tun haben. So, auch hier Leuchtvisier, Explosionspfeile und naja, Standard aussehen, ne? Ich habe keinen Skin für den Bogen, solange ich keinen Bomben, legendären finde oder so, wo ich sage, ja, passt, ne? Bin ich jetzt auch nicht bereit, dafür einen Skin auszugeben. Und Armbrust, naja, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich einen Skin gehabt. Und da das hier nur eine Gliene ist, kommt da auch keiner drauf. So, dann machen wir jetzt aber trotzdem weiter. Wir haben ja jetzt ein bisschen was zu tun. Begib dich in Sendereichweite da unten. Freakshow ist da oben. Ja, wunderbar. Wir müssten ja sowieso nochmal mit Roxy und Co. sprechen. Dann gehen wir erstmal in die Freakshow. Den chinesischen Tarnanzug habe ich jetzt auch erstmal in die Kiste gepackt. Weil ich bin mir nicht so sicher mit dem. Der gibt zwar ein bisschen Stealth-Werte, aber ich denke mal, ich komme hier mit meiner alten Kampfrüstung deutlich besser zurande. Und holy, das Ding macht ja gut Schaden. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen jetzt. Ja, und mich selbst wegsprengen, weil ich vergesse ja, ich habe ja Explosiv. Das läuft ja schon mal richtig gut hier. So. Ja, passt. Also mit der Armbrust geht das. Das einzige Problem, was ich ja ein bisschen problematisch finde, ist das Nachladen einer Vierfach-Armbrust. Weil man muss jedes Mal einzeln klicken. Hab ich mich jetzt erschrocken, du Mistvieh. Na? Okay, jetzt hänge ich gerade irgendwie im Bug. Was wollt ihr denn jetzt von mir hier? Haut ab! Haut ab! Ich will nichts von euch. Ich will auch nicht euer Gift. Macht den aber gerade mega wenig Schaden. Ah, die werden mich ewig sehen. Aua. Das tat doch weh, Mensch. Ja, komm, lad nach. So. Oh, wird das halt heute eine hüpfige Folge, ne? Na, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier, Mensch. Nein. Pfui. Pfui. Hätte man noch den Krüppelperk, glaube ich, eher reinpacken sollen, statt blutigen Tod. Dann hätte ich wenigstens hier eine bessere Chance. Daneben. Na, lass mich doch nachladen. Oh, ich verschieße jedes Mal, wenn die mich treffen. So, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt laden wir, rennen wir mal kurz ein bisschen beiseite und laden erstmal wieder nach. So, jetzt könnt ihr rauskommen.
erwischt. So, und jetzt bist du dran. Wo auch immer du bist. Vergiss es. Ha? Hab ich ihn jetzt erwischt? Ich hoffe mal. Nee, er ist noch hier. So. Ja gut, lief jetzt nicht ganz so geplant. Muss auch erstmal mit den Dingern ein bisschen üben hier. Ja, ja komm. So, ich wollte auch eigentlich nur hier kurz mich hier hinstellen und das Foto machen. Mehr wollte ich doch auch nicht. So, Baseball nehmen wir mit. Hier nehmen wir auch nochmal alles mit. Ja, hätte ich hier mal nicht mit explosiv geschossen, ne? So, dann nehmen wir hier auch nochmal ein paar Kronkorken mit. Die kann ich ja auch gebrauchen, auch wenn es immer nur einer ist. Na, komm. Gib. So, dann schießen wir das Ding einfach mal um. So, weil dann kommen auch nochmal ganz viele raus hier. So. Man muss sich nur zu helfen wissen. Mehr ist das ja nicht. Na. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ich gehe mal kurz in die Ego, dann geht das ein bisschen einfacher hier. So. Ja, wer den kleinen Kronkorken nicht ehrt, ne, ist das Gold nachher nicht wert. So, dann holen wir uns, würde ich sagen, nochmal das Sensesignal. Das ist ja auch gleich hier in der Ecke. Bevor wir jetzt hinten einmal durchrennen und sagen, hey, wir holen uns die Jäger. Und wir müssten heute auch mit den Siedlern an und für sich aufsteigen. Ah, ich bin ja schon wieder gesehen, das ist doch gemein. Lasst mich mal kurz, lasst mich... Nein, ich will nicht spielen. Hau ab! So schön weh! Ja, schön, dass es dir weh tut. Moment, das machen wir mal kurz anders jetzt hier. Muss ich denn alles selbst machen? Ja, musst du. Selber schuld. Das spawne ich mal wieder mitten in den Reihen. So. Zack. Ah, du siehst mich nicht. Du verkriechst dich in den Schatten? Willst du als Feigling enden? Ja. Als Feigling, der dich wegsprengt. Da kommt sich ja schon ein bisschen vor wie Rambo, ne? So. Dann wird jetzt hier erstmal schön fett aufgehoben hier. Hier haben wir auch das Signalding. Eigentlich der Bogen gar nicht so schlecht. So einen schönen Vierfachbogen oder so. Ja, mal gucken. Anstacheln würde auch dicke gehen. Da gäbe es bestimmt schön viele Perks, die man nutzen könnte. Oder nutzbar machen könnte. Junkie, Blutbefleckt, auch alles Mögliche. Aber wie gesagt, mal gucken. Mal gucken. So, dann wollen wir jetzt erstmal mit Foundation aufsteigen. Weil dann könnte ich mir auch gleich was kaufen. Das wäre, ich denke mal, das wäre jetzt das Optimalste. Weil das ist das, was ich voraussetze, um mein nächstes Camp zu strukturieren. Oder das, was ich unbedingt noch haben möchte, um mein nächstes Camp zu strukturieren. Diese Mottenmann-Kultisten. So, dann schauen wir mal. Ward müsste ja jetzt schon längst wieder wach sein. Es ist ja jetzt schon hell draußen. Ah, da kommt er mir schon entgegen. Halt, hier geblieben. Nein. Je schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Du hast also unser Eigentum. Ich helfe gern und spende meine Belohnung an Foundation. Ach ja, das ist sehr großzügig. Foundation sagt Danke. Gar nicht auf. Wieder ein Ruf aufgestiegen. Tag. Sehr schön. So, jetzt kommen wir auch langsam ans Bierchen ran. Irgendwo weit weg, sondern gleich da drüben. Die Staatsanleihen, die legen wir einfach mal beiseite. Oder Viertel vor? Ich check. Und dann schauen wir hier mal. Urbare Erde, da ist der Mod, genau. Man könnte jetzt auch noch sagen, okay, gut, man nimmt noch
den gemischt waren Rucksack-Mod mit. Aber ich sag mal so, ich benutze momentan wenn ich ohne Rucksack unterwegs bin, eher den für maximale Traglast. Man könnte es aber auch sonst so nehmen. So, aber hier nehmen wir erstmal auf jeden Fall die urbare Erde. Sehr, sehr geiler Mod. Das ist auch die 500 Goldbahn, die ich habe. Ich vermisse den Vault eigentlich nur bei schlechtem Wetter. Denn jetzt ist man in der Lage, Bodenplatten mit Erde zu bauen. Und dort kann man dann halt auch was drauf pflanzen. Das ermöglicht einen halt extrem die Baumöglichkeiten, finde ich. Das heißt, ich bin halt auch mit meinem Privatschar jetzt wieder an eine Stelle zurückgezogen, wo ich eigentlich weggezogen bin, weil man dort nichts pflanzen konnte. Ist eine schöne Klippe. Und das passt. Und ich bin halt immer noch am Überlegen, ob ich halt wirklich zu meiner alten Teststrecke zurückgehe oder aber ob ich das auch hier genauso mache. Und mit diesem Mod habe ich halt bessere Möglichkeiten, auf beiden Seiten zu bauen. Und das finde ich halt echt nicht schlecht. Das hätten sie mal schon viel, viel früher reinpacken können. So, aber ich mache hier nochmal urbare Erde, das lerne ich nochmal kurz. Diese so. Blutadler sind echte Psychos, aber wir sollten... Reden wir erstmal nochmal mit dir hier. Benny, willst du helfen? Hätte jede Menge Arbeit im Angebot. Klar, was gibt's denn? Das Übliche. Funkvakuumröhren, um die Funkgeräte am Laufen zu halten. Das Gift hier im Tal setzt meiner Ausrüstung ziemlich übel zu. Karte ist aktualisiert. Du weißt, wie es läuft. Klar weiß ich, wie es laufen sollte. Oh, ist das ein Sauberer? Schon ein Wunder, dass hier überhaupt noch jemand lebt. Das ist ein Sauberer. Das ist ja der reinste Kindergarten. Das hier ist aber kein Sauberer, oder? Nee, jetzt trotzdem mal mit. Kann man später immer noch vergleichen gucken. So, denn Roxy. Erinnerst du dich an das neue Gangmitglied? Brandneu? Gut. Genau dem musst du nämlich eine Lektion erteilen. Sag mir einfach, was ich machen soll. Gut, du bist kein Idiot. Bin beeindruckt. Ein Jäger ist der Spur bereits gefolgt. Mit der Wegbeschreibung solltest du also dicht genug rankommen. Wenn du eine Leiche findest, heißt das, dass die anderen schneller waren als du. Hauptsache, es wird erledigt. Okidoki. So, dann gucken wir mal. Hilfsmittel. Hab noch Traubenenterzieher. Funkvakuumröhre, okay. Gut. Einmal hier runter. Na. Den ersten Jäger abfangen. Müssen wir zusehen, dass wir das schnell genug hinkriegen. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ah, die Richtung ist so halbwegs okay. Der müsste uns jetzt an und für sich entgegenlaufen. Weil meistens benutzen sie ja immer schön die Straßen. Seine artige Leute. Nicht so wie unser eins. Wir flitzen halt durch Stock und Stein. Hauptsache wir erwischen unser Ziel. Na, da müsste mir jetzt gleich sichtbar entgegenkommen. Na, na, na. Läuft er doch nicht auf der Straße? Ah, der kürzt ab. Der schuft. Der kürzt ab. So, einmal kurz Drogen eingepfiffen und hingerannt. Halt! Jetzt hätte ich gerne so ein Lasso. Ich, klar kannst du helfen, aber komm mir nicht in die Quere. Warum gehst du nicht zurück nach Crater und überlässt das mir? Du verdienst deine Pause. Weißt du was? Ich hab mir eine Pause verdient. Ich mach diesen Scheiß schon viel zu lange. Hör mal, du kannst der Spur auch gut ohne meine Hilfe folgen. Hier, das dürfte praktisch sein. Und jetzt verzieh dich, ich hab Urlaub. Viel Spaß bei deinem Urlaub. So, und den ich anderen... Ich hasse es, wenn's eine Sauerei gibt. Das wird schwierig, den vorher noch abzufangen. Das Problem wird wohl eher sein, das ehemalige Mitglied zu bequatschen, damit wir auch Foundation-Punkte kriegen. Denn der ist ja schon wieder bei einer wunderbaren Farm. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das so passiert.
Zumal die haben meistens keine Chance. Ein Level 14er wird dann halt einfach keine weggeknallt. Verschwinde, du Pisser. Okay, ich möchte den Drecksack auf eigene Faust beseitigen. Klar. Ich habe in der Gegend rund um Crater sowieso noch zu tun. Ich sag Roxy, sie soll dir auch meinen Anteil geben. Okidoki. So, und dann jetzt schauen, dass wir das hinkriegen. So. Oh wow, es sind auch noch Nebelkriecher. Der Schaden ist nicht zu verachten. Aber wenn das Vieh mich sieht, bin ich im Eimer. Und der Schaden ist passé. Aber bis jetzt hält meine Rüstung. Okay, haben wir auch. Einen haben wir noch. Schön gegen Kopf hier. Noch hat er mich nicht gesehen. Er weiß bloß, dass ich da war. Hier, kriegst du noch einen schönen gegen Schädel. Und nein. Okay. So, bitte, 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 lass den noch am Leben sein. War klar, der wird einfach weggeknallt und dann ist gut. Ach Mann, das ist doch zum... So, davor raub ich euch jetzt aus hier, bösen Nebelviecher. Aber hat gut geklappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die mich hier jetzt sehen. Zumal ich ja hier auch keinen abgedunkelt und Co-Mod drauf habe. Aber bis jetzt taugt meine Rüstung noch was. Gut, dann können wir jetzt auch die Funkvakuumröhren in die Richtung schon mal runter. Und uns dort vielleicht auch nochmal kurz freischießen. Also bis dahin runter freischießen. Ah, bis jetzt der Bogen? Nicht schlecht. Legendäre Version bitte mit Anstacheln, Junkie, blutbefleckt mit irgendwas. Und ich wäre glücklich. Aber am besten natürlich wieder vierfach, ne? Ne, hier ist gar keiner. Warum ist hier denn keiner? Ab und zu hängt hier doch eigentlich immer... Ah! Ja. Ja. Der war schön Rambo-like. Der nicht. Dann nimmt man halt das, was zur Verfügung. Ist eigentlich mega cool. Und auch, dass die Pfeile immer recycelbar sind. Eins ist ein Nachteil, man kriegt es nicht immer und ja. Es sind halt Explosivpfeile. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt da reinrennen und uns die Vakuumröhren holen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.